Hallo meine Lieben, ich möchte mit euch wieder ein kleines Experiment starten. Und zwar habe ich bei einer Kollegin auf Instagram diese tolle Technik gesehen und möchte jetzt ausprobieren, ob das wirklich so funktioniert, wie sie das hier in dem Video gezeigt hat. Und ja, wenn ihr wissen möchtet, ob das funktioniert, ob es geklappt hat, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe meinen Naturnagel schon vorbereitet, habe Haftgel aufgetragen und werde das jetzt einmal aushärten lassen. Des Weiteren habe ich mir hier einen Short Oval Tip ausgesucht. Den gibt es auch noch in größeren Größen. Das ist jetzt hier die Nummer 2 und die Größe 0 hat 14 mm Durchmesser sozusagen, also von links nach rechts gemessen, also auch für große, breite Daumennägel geeignet. Und ja, im ersten Step möchte ich eben in der Dual-Form-Technik eine Nagelbettverlängerung arbeiten. Und die soll eben so leicht mandelförmig bzw. oval sein, damit ich die noch schön zurechtfeilen kann. Und ich dann eben im nächsten Step, so wie sie das gemacht hat, das French ansetzen kann. Aber zunächst einmal lassen wir aushärten. Ich habe mir jetzt hier einmal zum Befüllen das Acrylic-Gel Baby Boomer Glam Nude genommen. Jetzt feuchte ich meinen Pinsel wie immer mit Cleaner an. Links findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Und jetzt verteile ich mir mein Produkt im Tipp. Also die gesamte Länge möchte ich jetzt einmal ausnutzen. Und hier hinten in diesem Bereich arbeite ich recht dünn. In der Mitte sollte etwas mehr Material sitzen. Und die Spitze kann ich nachher immer noch ein bisschen ausdünnen. Da ich in diesem Step wirklich den kompletten Aufbau arbeiten möchte, so wie sie es ja angedeutet hat, soll der Aufbau ja dann schon fertig sein. Und man soll dann nichts weiter tun, außer eben das French noch mit ansetzen. So, die Tipps sind ein bisschen klein, deshalb muss ich hier so ein bisschen fummeln. Also was heißt klein? Sie sind kurz, sagen wir es so. Und deshalb ist das ein bisschen fummelig, aber es funktioniert, wie ihr sehen könnt. Wer möchte, kann natürlich auch eine Klammer ansetzen. Das brauche ich jetzt hier persönlich nicht, verlinke ich euch aber auch unter dem Video. So, und jetzt lasse ich das einmal so für circa 30 Sekunden anhärten und dann lösen wir das Förmchen wieder ab. Angehärtet habe ich jetzt. Jetzt drücke ich das Förmchen einmal so ein bisschen zusammen. So, anders als bei richtigen Dual-Förmchen ist das Ablösen von Tippförmchen immer ein bisschen ja, kniffliger. Und ihr müsst halt darauf achten, dass kein Produkt über den Tipprand läuft. Sonst könnt ihr das Förmchen natürlich nicht mehr ablösen. Und ja, sucht euch immer eine Ecke, wo ihr einen Anfang habt und zack, könnt ihr das Förmchen ablösen bzw. den Tipp und könnt ihn dann auch wieder verwenden, einfach mit ein bisschen Cleaner säubern und dann kann man den nochmal benutzen. So, ich lasse jetzt noch einmal 60 Sekunden aushärten. Den ersten Teil haben wir jetzt schon mal soweit. Jetzt feile ich natürlich noch in Form. So, ich feile jetzt hier einfach oder ich glätte den Rand einfach mit dieser Holzfeile, was wirklich extrem praktisch ist, weil ihr da wirklich schön in die Ränder reinkommt. So, das mache ich jetzt einmal so lange, bis ich zufrieden bin. Und natürlich beschäftige ich mich hauptsächlich mit den Seitenlinien, die ich natürlich einmal begradige. Und ich feile mir wirklich eine sehr, sehr spitze Mandel, denn ich möchte im Anschluss eine dramatische Smileline haben. Fertig gefeilt ist der Nagel und schaut jetzt einmal so aus. Also rein theoretisch hättet ihr jetzt auch einen schönen ovalen Nagel in einem Step. Super, super einfach, aber darum geht es ja jetzt nicht. Und zwar, jetzt geht es ja darum, dass wir das French so andocken wollen. Und da ich jetzt eher einen längeren Nagel haben möchte, also theoretisch hätte ich jetzt den gleichen Tipp verwendet, halt nur etwas größer. Allerdings erhalte ich dann doch einen recht kurzen Nagel, aber wer das natürlich eher mag, könnte das jetzt auch so probieren. Ich denke, wichtig ist, dass der Tipp relativ groß ist, dass ihr hier an den Seitenlinien, insofern ihr auch eine Drama-Smileline arbeitet, dass ihr da eben genügend Material sitzen habt. Da muss man dann mal so ein bisschen rumtüfteln. Wie gesagt, ist er jetzt auch das erste Mal. Ich habe mich jetzt hier für dieses Dual-Förmchen Square entschieden. Und zwar werde ich die gleich, ich zeige es euch mal seitlich, befüllen und dann so raufschieben. Da habe ich dann natürlich das Problem, der Nagel
ist jetzt so ein bisschen krallig geworden, sage ich jetzt mal, beziehungsweise im Oldschool-Style. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, wie das so funktioniert. Aber lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns das Experiment starten. Ich verwende jetzt hier einmal das Acrylic Gel French White. Ihr könntet natürlich auch ein farbiges nehmen oder was auch immer ihr möchtet an Acrylic Gel. Ich glaube, mit klassischen Gelen wird das nicht funktionieren. Aber ja, wenn nicht, probiert das einfach mal aus. Versuch macht ja bekanntlich klug. Und ich würde euch eine Klammer empfehlen, da ich mir vorstellen kann, da der Tipp ja nicht direkt auf dem Nagel sitzt und auch nicht komplett drauf. Könnte ich mir vorstellen, dass man doch eine Befestigung benötigt, damit alles an Ort und Stelle sitzen bleibt. So, ich nehme mir jetzt das Förmchen und werde einfach mal auf den Nagel draufschieben, also von hier vorne ansetzen an der Spitze und dann schiebe ich einfach nach hinten und ich glaube, das funktioniert ganz gut. So, ich traue mich kaum loszulassen. Ich werde hier mal so ein bisschen unterstützend festhalten und schnell mal die Klammer, hoppala, versuchen dran zu tun. Okay, ich versuche es mal andersrum. Vielleicht klappt es dann besser. So. Okay. Ich denke mal, so werde ich jetzt einfach mal ganz schnell in die Lampe gehen. Also, ausgehärtet bzw. angehärtet ist es. Und ich löse jetzt hier einmal das Förmchen, indem ich hier zusammendrücke und dann lassen die sich wirklich ganz leicht ablösen. Und also ich würde mal behaupten, das French hat schon geklappt. Aber wie ihr jetzt natürlich sehen könnt, haben wir hier eine ganz starke Neigung nach unten. Aber wir müssen ja auch noch gerade Seitenlinien hinbekommen. Allerdings ist die Neigung wirklich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Also da muss ich mir noch was einfallen lassen, dass man hier vielleicht beim Aufbau darauf achtet, dass man nicht zu stark in die Oldschool-Form geht, sondern vielleicht dann doch eher Tipp angepasst die New Style-Form wählt. Das heißt also hinten ansteigend und dann gerade nach vorne. Aber dafür sind Experimente ja da. Ich werde jetzt hier einmal cleanern und die Pfeile ansetzen. Was jetzt hier auch noch das Problem ist, das hätte ich vorher machen sollen. Ich hätte hier unten noch ein bisschen glatt streichen müssen. Jetzt muss man das natürlich mit einem Fräser ausfräsen, da das hier wirklich sehr, sehr dellig geworden ist und so natürlich nicht bleiben sollte. Bevor ich jetzt mit der Form weitermache, werde ich erstmal von unten ausfräsen. Dafür nehme ich einmal diesen Fräserbit und fräse mir hier eben eine gleichmäßige Fläche. So, weiter geht's einmal mit einer 180er Gritfeile. Und zwar beginne ich jetzt hier einmal die Seitenlinien zunächst zu befeilen. Ich möchte jetzt in Richtung Mandelform feilen, denke ich mal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es wird. Ich muss erst mal schauen, wie ich das überhaupt hinbekomme, hier eine schönere Form hinzubekommen, weil, wie ihr seitlich sehen könnt, krallt das wirklich unglaublich stark alles. Und ja, ich werde jetzt hier zunächst einmal das, was hier jetzt noch drauf sitzt an Weiß, werde ich jetzt auch einmal runterfeilen, um eben die Smile-Line freizulegen, so wie das im Video eben ausgesehen hat. Und dann werde ich eben so lange feilen, bis ich eine angemessene, schönere Form habe. Ich werde jetzt hier einmal zu Ende feilen und dann zeige ich euch mein Ergebnis. Meine Lieben, das ist jetzt einmal das Endergebnis und mein Fazit zu der Technik. Mit einigen kleinen Rettungsaktionen hat es ganz gut geklappt. Und hier noch einmal seitlich gesehen. Ich denke mal, dass diese Technik gar nicht schlecht ist, wenn man sich eingefuchst hat. Und ich werde das sicherlich auch noch mal ausprobieren und mal ein bisschen für euch rumtesten, ob man das so hinbekommt, wie sie das im Video gemacht hat. So, ihr Lieben, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr mir ein kostenloses Abo dalasst und folgt mir gerne auch auf Instagram. So, ihr Süßen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao!